Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Bio und wir sind heute in Fahren bei Brixen. Wir waren hier schon mal, ich habe es im letzten Vlog angesprochen. Das ist sozusagen der Vlog vom Fahrradweg von Brixen nach Franzensfeste gewesen. Wir starten jetzt hier bei Fahren und nicht wie das letzte Mal in der Industriezone, wo wir dann Richtung Norden und Süden kommen können. Sondern wir starten ganz am südlichsten Punkt einer Strecke und gehen da ein bisschen hoch. Das hier ist nördlich von Brixen. Mein Stativ dreht sich. Ich habe jetzt wieder so ein Handstativ, damit die Kamera vielleicht ein bisschen weniger wackelt. Weil im letzten Vlog habe ich gemerkt, die wackelt ja brutal. Aber ich sehe, ja, sie wackelt dennoch und das Stativ dreht sich mit. Auf jeden Fall haben wir es jetzt ein bisschen nach 11 Uhr. Eurocity ist durch mit 20 Minuten Verspätung, zwei Lokomotiven. Vorne drauf war die Italien-Flagge. Ist natürlich ein bisschen blöd. Naja. Also, wir sind jetzt hier an der Linie. Normalerweise würde man hier auch etwas sehen. Ja gut, hier geht's schon. Ach nee. Also normal, wenn man hier steht, wird man hier perfekt drauf sehen auf die Bahnlinie. Aber es ist wohl noch zu viel Grünzeug. Schade. Wir sind jetzt da angekommen, wo ich hin wollte. Nur sind wir zu einer disoptimalen Zeit hier. Eins wegen den Sträuchern, zwei, weil die Sonne hier extrem herballert. Hier geht's einmal Richtung Norden, Richtung Brenne. Ja, normalerweise sieht man hier mehr. Schade. Und hier haben wir Richtung Brixen, Richtung Süden. Hier haben wir einen kleinen Durchblick durch die Sträucher. So, ich war gerade vertieft in meinen Kameraeinstellungen. Auf einmal kommt dieser Merch Italia Rail, was war das, doppelte 405, Richtung Brenner. Ich mache hier gerade so die zweite Kamera hier irgendwie dran, damit ihr halt in beiden Perspektiven irgendwas seht. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. So, das war jetzt eine EU43 mit einem sehr, sehr schönen gemischten Zug. Die kam recht langsam her, dann habe ich sie zum Glück noch gesehen. Gehört hat man die nicht viel. Ich warte jetzt noch, bis von unten ein Zug kommt. Wäre nämlich auch recht interessanter zu sehen. Der nächste planmäßige Zug ist dann der Regio, beziehungsweise beide Regios, ja, in einer circa dreiviertel Stunde. Und danach haben wir beide Eurocity. Auf einen ist anscheinend die Nightjet-Lok drauf und der andere hat eine Viertelstunde Verspätung. Was auch sonst. Regionalzug vom Brenner nach Meran. Der ist ziemlich früh. Aber ja, beschwere ich mich nicht. So, ich zeige euch jetzt mal etwas, was sich Sonnenblende nennt, die ich heute natürlich für diese Kamera nicht dabei habe. Aber ich demonstriere es einfach mal mit meiner Hand. Wir haben jetzt gerade ja, sehr viel Sonne, die so in die Kamera reinkommt, frontal. Und ja, das Problem seht ihr vielleicht, und zwar sind das diese Streifen hier zum Beispiel, die ihr im Bild seht. Und wenn ich jetzt meine Kamerablende benutze, Objektivblende, dann sind sie nicht mehr. Also ich nehme hier einfach meine Hand und blockiere die sozusagen. Und wenn man genug ranzoomt, dann sieht man die Hand nicht. Deshalb funktioniert die. Auf den Regio gewartet habe, DB und Mercitalia Vectron Richtung Süden. Sehr schön, und jetzt müsste eigentlich gleich aus Richtung Süden, Richtung Norden der Regio nach Brenner kommen, mit so 2-3 Minuten Verspätung. Eurocity von Richtung Süden hat auch Verspätung. Irgendwie hat gerade alles aus dem Süden Verspätung. Auch als ich hochgefahren bin, hat es da auch einige Verspätungen gegeben bei den Regios. Mein Regionalexpress hatte Verspätung und so weiter. Deshalb vermute ich mal, dass da unten irgendetwas sein wird.
sich gerne etwas aus dem Süden. Vielleicht kommt jetzt hinterm Regio noch was. Wäre natürlich schöner. Okay, das mit dem Zoom und Bewegen gleichzeitig muss ich noch ein bisschen Ding. Hatte gerade nur eine Hand frei. So, das war jetzt der Eurocity nach Bologna mit der Nightjet-Lok drauf. Richtig nice. Habe ich auch noch schnell ein Bild davon gemacht. Und ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Der nächste Eurocity hoch, der kommt erst in einer halben Stunde, die nächsten Regios in einer Dreiviertelstunde. Ich hätte gern einen Güterzug aus dem Süden, weil ich gerne sehen würde, wie die Lok mit den Gütern da um diese Kurve geht. Deshalb habe ich die Kamera die ganze Zeit da so ausgerichtet. Ich möchte das nämlich mit einem Güter und nicht mit einem Regio, wie wir es gerade eben hatten. So, hier haben wir jetzt den Regio Richtung Meran, ein Trentino-Flirt. Sehr schön. Und jetzt kommt dann auch gleich der Eurocity Richtung München aus Verona mit 20 Minuten Verspätung. Dahinter haben wir dann den Regio und dahinter dann Güter. Ich bin hier jetzt ein bisschen weitergegangen Richtung Franzensfeste und wir haben jetzt gleich den Regio und den Regionalexpress runter Richtung Bologna. Regionalexpress von Brenner nach Bologna. In Kürze erreicht er Franzensfeste. Schaut mal beim letzten Wagen auf die Tür. Die ist zweifarbig. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat in der Aufnahme. So, wir haben jetzt die Bahnseite gewechselt, also einmal durch die Unterführung durch beim Fahner See. Und ja, jetzt sind wir auf der Seite. Es ist brutal heiß. Hinter mir ist die Autobahn. Man hört sie hier noch mehr. Tut mir leid. Ich habe jetzt schon einmal den Akku gewechselt. Stell meine Kamera jetzt auf Stativ und dann schauen wir, was wir sehen. Wir haben bis jetzt noch nichts verpasst, als ich hierher gegangen bin. Heißt hinterm Regio und hinterm Regionalexpress kein Güterzug. Schade, aber dafür schauen wir jetzt. Und hier sieht es richtig geil aus. So, dann habe ich das leider etwas zu spät gesehen. EU43 mit einem Autowagenzug Richtung Süden und der hat gebremst, der ist langsamer geworden, man hat die Bremsen gerochen und ja, auf jeden Fall schön. Ich wollte es euch eigentlich noch früher zeigen, wenn er schon um die Kurve kommt. Da ist so eine richtig schöne Gerade, wo man den Zug richtig schön sieht. Probiere ich euch jetzt zu zeigen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber werden wir schon hinbekommen. Regionalexpress von Verona nach Brenner. Ich wusste nicht, dass der zweite jetzt auch nur von Verona kommt. Aber hier hinten sieht man, wie der sich schön um die Kurve schlängelt. Der ist aber, glaube ich, nicht scharf im Bild. Schade. So, hier haben wir jetzt den Regio. Übrigens, der Regionalexpress vorhin hatte Verspätung. Hätte er noch ein bisschen mehr gehabt, dann hätte er sich hier schön gekreuzt.
und hier macht er eben auch so eine schöne Kurve. Ich weiß nicht, ob man die gerade eben bei den anderen Aufnahmen gesehen hat, weil die Kamera dafür ist ein bisschen weiter unten. Die ist nämlich hier. Ja, und während ich hier warte und es kommen keine Züge nach, schon wieder 20 Minuten vergangen, bald haben wir dann den Regio von unten, es kommt nichts und die Eurocities, die jetzt dann kommen sollten. Der vom Brenner ist mit 22 Minuten angekommen, wer weiß, wie viel der noch bekommen wird, bevor er startet. Und der Eurocity aus dem Süden, der hat auch Verspätung, was sonst. Endlich kommt ein Zug. Meine Güte, hat das gedauert. Regio von Meran nach Brenner. Ich habe meiner Kamera gerade einen ordentlichen Kick gegeben ans Stativ. Ups. Und wir gehen jetzt weiter in Richtung Norden, da wo der Zug auch hinfährt. Das wird hier alles so geil aussehen, wenn hier nicht die Bäume werden. Naja, jetzt sind wir gleich hier an so einer Brücke. Da haben wir leider auf der anderen Seite keine Sicht auf die Bahn, weil da die Autobahnunterführung ist. Aber zumindest Richtung Süden, wo der Eurocity auch herkommt. Alter, habe ich mich gerade bei dem Makro erschrocken. Meine Güte, mir ist fast das Handy runtergefallen, habe nebenbei noch mit dem Handy gefilmt und ich hielt es halt hier so und hier geht es halt runter. Ich wusste doch, dass es sich auszahlt zu warten. Güter in Richtung Süden. Sieht doch schön aus hier. Regionalzug von Meran nach Brenner mit 5 Minuten Verspätung und jetzt gehe ich mich wieder anders positionieren. Das war den Regionalexpress 10, der fährt in 10 Minuten runter.
Regionalexpress von Verona bzw. Bologna nach Brenner ohne Verspätung. Und die Eurocities, die beiden, für nächste Stunde, die sehen wir in diesem Video nicht mehr, aber die haben jetzt beide keine Verspätung. Also genau dann, wenn wir weg sind. Ja, und somit würde ich sagen, es wird langsam dunkel, es wird langsam frisch. Ohne Sonne ist es dann doch recht frisch. Und es wird laut, weil Autobahn. Naja, ich leg mich hin, was? Naja, ich werde mich so langsam auf dem Heimweg machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.